Hallo Leute und willkommen zu Vlog Nummer 162, glaube ich. Es ist leider sehr, sehr dunkel, aber vielleicht erkennt ihr, ihr erkennt nicht, wo ich bin. Ich bin gerade in Dresden angekommen und wurde um 20 Uhr, also wirklich Punkt 20 Uhr im Radio, also ich bin natürlich Auto gefahren, habe Radio gehört, mit Guten Morgen begrüßt. Das fand ich doch sehr, sehr spannend. Also offenbar habe ich eine andere Zeitzone erreicht oder so. Vielleicht ist es aber auch normal, dass man freitags um 20 Uhr aufsteht. Ich fand das jedenfalls sehr, sehr lustig. Nun gerade angekommen, den ersten Schock. Die ganzen Läden hier im Umkreis haben nur bis 21 Uhr geöffnet. Mag normal sein, wenn man es kennt, aber ich bin ja nun ein Stück weit daran gewöhnt, mehr oder weniger dann einkaufen zu gehen, wenn ich Hunger habe. Von daher musste ich gerade richtig Gas geben, um noch was zu futtern zu organisieren. Sonst hätte ich wohl ein Problem gehabt, denn die Stadt sieht schon ein bisschen anders aus als Berlin. Von der Architektur her, was ich im Dunkeln jetzt erkenne, was wie gesagt nicht sonderlich viel ist, ist es auf jeden Fall mega schön. Ich war ja auch schon ein paar Mal im Hellen hier. Ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Aber was ich bisher noch gar nicht gesehen habe, ist sowas wie Dönerläden oder so. Ihr kennt das aus Berlin, man steigt irgendwo aus, meinetwegen Ostkreuz, Bahnhof oder ja, in jedem Bahnhof hast du einen Dönerladen. Und entweder ich bin einfach nur blind oder hier ist das ein bisschen anders. Ich bin mal gespannt, wie es morgen bei Tageslicht aussieht. Aber es hat mich schon ein bisschen überrascht, zumal die Stadt auch sehr, sehr ruhig ist. Also wir haben es jetzt gerade mal kurz nach 9. Es ist Freitagabend und hier ist nicht sonderlich viel los. Also ja, es ist halt nicht Berlin. Ansonsten geht es morgen sehr, sehr früh zur Messe. Ich glaube, wir haben schon um 6.30 Uhr unsere Stellprobe. Das ist für mich natürlich eine ganz fiese Uhrzeit. Ich muss auch noch Haare waschen. Zum Glück ist es dunkel und ihr seht das Elend gerade nicht. Ich bin wieder weitaus später in Berlin losgekommen als geplant, habe natürlich nichts mehr vorbereitet, darf das jetzt alles im Nachgang erledigen. Und direkt im Anschluss unserer Theatervorführung morgen habe ich einen Dreh für RTL. Da geht es mal wieder um ja, den Klassiker. Sicherheit, mehr kleine Waffenscheine im Umlauf, Leute sind unsicher, wenn sie abends unterwegs sind. Ich bin hier auch gerade in so einem Park oder so, ich weiß es gar nicht, aber direkt neben einer Hauptstraße. Oder ich schätze mal, dass das eine Hauptstraße ist, denn die ist groß und scheint auch ins Zentrum bzw. rauszuführen. Ich habe überhaupt keine Orientierung in dieser Stadt. Ich bin froh, wenn ich mein Hotel wiederfinde. Ich habe heute auf der Fahrt aber was ganz, ganz Spannendes bemerkt, worüber wir vielleicht auch noch kurz reden sollten, denn so ein bisschen Politik gehört ja auch dazu, das wisst ihr. Ich habe auch noch Neues aus Schilder, dazu gleich noch mehr. Ich fasse mich aber heute echt kurz, weil ich auch nicht weiß, wie das Hotel-WLAN ist. Ich habe mich zwar eingewählt, aber wenn ich jetzt einen 20-Minuten-Vlog raushaue, dann könnte es eventuell sein, dass ich da 3 Stunden uploade und das möchte ich heute gern vermeiden. Ich denke, ihr versteht das. Ich hoffe, dass das mit dem Ton okay ist, denn ich kann nicht einschätzen, wie laut die Hintergrundgeräusche hier sind. Aber ich denke, das kriegt das Handy hin. So, als ich heute Auto gefahren bin, habe ich natürlich auch diverse Meldungen aus Hamburg gehört. Denn ihr wisst ja, Klimagreta hat heute dort demonstriert mit... Oh, da kommt noch andere. Mit einer Horde an Schulschwänzern. Es waren wohl 3000 angekündigt. Beim letzten Mal waren wohl tatsächlich 800 da. Wie das heute aussah, weiß ich nicht. Das wurde nicht durchgesagt. Es gab nur die Info, dass sie sich wohl heute dort eingefunden hat und da ja, gemeinschaftlich geschwänzt hat. Da hatten wir ja gestern drüber geredet. Und als ich dann so mit meinem Auto vor mich hergefahren bin und die ganzen Vorstöße diverser Grünen und Linken und was weiß ich nochmal Revue habe passieren lassen. Unter anderem hat auch unsere, ich glaube, Verkehrssenatorin in Berlin gesagt, dass sie die Leute dazu animieren möchte, ihr Auto abzuschaffen. Also ganz, ganz tiefer ideologischer Sumpf, nenne ich das mal. Und mir kam dann so der Gedanke, hey, da geht es gar nicht um Umweltschutz, da geht es nicht um Autos, da geht es nicht ums Klima. Da geht es meinem Gefühl nach in erster Linie darum, ja so ein Stück weit, ich nenne es mal die Freiheit bzw. Unabhängigkeit ist eigentlich treffender. Ja, abzuschaffen, grob gesagt, also ganz hart gesagt, und die Leute mehr oder weniger abhängig zu machen von irgendwelchen anderen Vorgängen. Denn aktuell ist es so, zumindest bei mir, wenn mir irgendwas auf den Keks geht, setze ich mich in mein Auto und bin weg. Da scheiße ich da drauf. Da muss ich keinem irgendwie ja, fragen oder irgendwas organisieren, damit ich einen Ort wechseln kann. Wenn irgendwas ist, dann bin ich halt einfach weg. So, ich denke, das machen relativ viele sehr ähnlich. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das gewissen Gruppierungen natürlich ein ziemlicher Dorn im Auge ist. Denn Leute, die selbst entscheiden können, wo sie sich wann aufhalten, wo sie sich wann lang bewegen,
Die hat man schon. Jetzt musste ich mich kurz um die Akkuanzeige kümmern. Ich hoffe, das hat nicht abgebrochen unterwegs. Ja, Leute, die selbst entscheiden können, wann sie wohin fahren, gehen, fliegen, was auch immer, die sind viel, viel schwieriger unter Kontrolle zu halten. Wenn man das denn möchte. Also in der Demokratie sollte es eigentlich nicht so sein, aber wir wissen ja, dass einige doch mehr so den feuchten Traum vom Sozialismus haben, wo alle das Gleiche machen, wo der Zentralstaat vorgibt, wer wann wohin darf und so weiter, den ganzen Scheiß da. Und wenn ich nach China schaue, dann stimmt mich das ein Stück weit bedenklich, denn da ist ja nun schon seit einiger Zeit dieses komische soziale Punktesystem eingeführt. Und da ist es wohl tatsächlich so, dass im Jahr 2018 mehrere tausend Menschen keine Flugtickets und keine Bahnfahrkarten kaufen konnten, weil ihr sozialer Punktestand dafür nicht ausgereicht hat. So, wie funktioniert dieses Punktesystem? Relativ einfach. Es gibt Belohnungspunkte, wenn man sich systemadäquat verhält, nenne ich es mal. Und es gibt Strafpunkte, wenn man das nicht tut. Das heißt, sehr, sehr viele von uns, von euch, meinen Zuschauern, vermutlich auch ich, wir hätten in China wahrscheinlich doch einen sehr, sehr schlechten Punktestand. Einfach aus der Tatsache heraus, dass wir wahrscheinlich auch in China Kritik an diversen Sachen, Vorgängen äußern würden und das dann nicht ganz so gut ankommt. So, die Chinesen haben das so gelöst, wer irgendwie negativ, wie sie es nennen, auffällt, ja, der wird halt an einen Ort gekettet und kann sich da weitaus weniger bewegen und weitaus weniger auch den entsprechenden Regierungsamtsinhabern gefährlich werden. Also gefährlich im Sinne von Aufklärung betreiben, Öffentlichkeit, was weiß ich. Ist natürlich ein nettes System, jeder Diktator freut sich drüber, will ich in Deutschland nicht haben. Und exakt deshalb bin ich auch absolut dagegen, dass irgendwelche, ja, Fahrverbote sind ja nur mehr oder weniger so der Anfang. Ich gehe da von der Salamitaktik aus, denn jetzt wollen sie Diesel verbieten, danach kommt der Benziner dran, ihr kennt das alle, irgendwann das Elektroauto, weil das ist ja eigentlich auch nicht so umweltfreundlich, wie sie es gern hätten. Und das langfristige Ziel ist ja nun, wie auch offen zugegeben wird von diversen Vertretern, gerade auch in Berlin. Berlin will ja eine autofreie Stadt. Ja, super. Eine Stadt mit einem ÖPNV, der nicht funktioniert. Und wenn da mal irgendwas los sein sollte, so eine große Anzahl an Personen muss sich schnell irgendwo weg oder irgendwo hinbewegen, ja, dann herzlichen Glückwunsch mit der BVG. Wie gesagt, ihr wisst, ich mag Züge, ich fahre sehr gern Zug. Aber es ist eben einfach ein Unterschied, ob man spontan entscheiden kann, sich ins Auto zu setzen und abzudampfen oder ob man es nicht kann. Und spätestens, wenn es tatsächlich mal, wenn mal der Bedarf besteht, dass irgendwas, Beispiel Stromausfall in Berlin ist, man muss irgendwo hin, ja, bist du aufgeschmissen. Also ich denke, das müssen wir auch gar nicht diskutieren. Das ist euch allen genauso klar wie mir und hier fährt sogar noch ÖPNV. Wir warten kurz. So, jetzt ist er weg. Und ja, vor diesem ganzen Hintergrund, gerade was ich eben da auch bei uns in Berlin mitbekomme, wenn selbst die Verkehrssenatorin möchte, dass die Bürger ihr Auto abschaffen, ja, dann frage ich mich tatsächlich, wo soll das denn eigentlich hinführen, beziehungsweise was ist denn da das tatsächliche Ziel dahinter? Denn ja, das Klimaargument ist ja immer nett vorgeschoben, das geht alles ganz, ganz schnell, klingt ganz, ganz toll und es gibt auch Leute, die darauf reinfallen, siehe Schulschwänzer in Hamburg. Ja, woher sollen sie es besser wissen, wenn sie nicht zur Schule gehen und das da lernen? Könnte man vielleicht mal behandeln im Unterricht und dann auch mal darauf hinweisen, wie denn eigentlich tatsächlich die CO2-Emissionen von diversen Verkehrsmitteln sind, wie viele Autos dafür nötig sind, um überhaupt einen Effekt zu haben, der das Klima in irgendeiner Weise tangiert. Inwiefern das gemacht wird, weiß ich nicht. Offensichtlich nicht genug, denn die Klimareligion mit Frontkind Greta gewinnt ja aktuell massiv an Zuspruch. Das scheint den Freiheitsfeinden, nenne ich sie mal, gerade recht zu kommen. Ich meine, ist ja schön, da kann man das Klimaschutzdings da raus ausbuddeln und seinen Kram damit rechtfertigen. Die Leute glauben das vielleicht noch und haben am Ende vielleicht sogar tatsächlich ein schlechtes Gewissen, wenn sie Auto fahren. Ja, Ergebnis ist, wie gesagt, wenn wir die schöne ideologische Welt weiterspinnen, dass jeder nur noch auf irgendwelche, ich nenne es mal Organisationen oder Firmen oder was weiß ich, angewiesen ist, die ihm dann ermöglichen, sich zu bewegen. Ist ein bisschen doof. Hier ist richtig was los, was den Nahverkehr angeht. So, noch ganz kurz die Meldung aus Schilder. Ich hatte heute einen sehr lustigen Fall. Ich kann euch da jetzt keine Details nennen, denn das ist eine Angelegenheit von meinen Eltern mehr oder weniger. Aber ich habe das so am Rande mitbekommen.
Und zwar kam da ein Brief von einer Behörde, nicht Schlimmes, ging ums Kindergeld, was ich ja auch mal bekommen habe, bis ich dann zu alt dafür war. Und den guten Leuten ist eingefallen, dass sie angeblich keine Nachweise von der Uni haben für einen relativ kurzen Zeitraum. So, da kam nun heute ein Brief, wo sie Summe XY von meiner Mutter fordern, mit Bezug auf ein Schreiben vom 23. Januar, was aber überhaupt nicht existiert. Also weder bei mir noch bei meinen Eltern kam so ein Schreiben an. Ich nun versucht anzurufen, ey Leute, da, ihr habt da einen Fehler gemacht, der Brief, der kam nie. Wenn ihr Nachweise braucht, sagt's mir, ich schicke euch das rüber, ihr habt das in 5 Minuten. Sache erledigt. Ja, nicht für dieses, wie heißen die, irgendwas Kasse. Denn die gute Dame am Telefon hat sich doch strikt geweigert, mit mir zu sprechen, weil ich nicht meine Mutter bin. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Da wollen sie einen Nachweis von mir haben, den nur ich ihnen geben kann, denn meine Mutter kommt nicht in das Portal. Und mir geben sie aber keine Auskunft, was genau sie haben wollen, weil ich nicht meine Mutter bin. Das ist so hirnverbrannt. Also willkommen in Deutschland, willkommen in Schilder. Ich habe versucht, es freundlich zu klären. Jetzt kriegen sie wahrscheinlich ganz, ganz böse Anwaltspost. Wird sich zeigen. Aber das wollte ich noch mit euch teilen, denn ich habe mir vorhin echt nur so... Also das war so dieser Facepalm-Moment. Ich weiß nicht, ich kann es euch gerade nicht zeigen, sonst fällt mein Zeug runter. Das war ja noch viel lustiger. Sie hatte mich dann, also erst wollte sie mit mir reden und ich meinte dann so, ja, Kindergeldnummer so und so, bla bla bla, Adresse durchgegeben und sowas. Und hab dann irgendwie erwähnt, dass ich halt nicht meine Mutter bin. Also logisch. Dann wurde sie zickig und meinte, ja, dann könnt ihr auch der Nachbar anrufen und die Daten haben, da müsste meine Mutter schon mit am Telefon sein. Ja, dann meinte ich, ja, okay, gut, was ist denn das für eine Verifikation? Da kann ich auch eine Freundin holen und sie daneben setzen und sagen, dass sie meine Mutter ist und die bestätigt das. Und dann geben sie mir plötzlich Auskunft. Also ergibt nicht wirklich Sinn, merken sie selber, ne? Da fingen sie an, so ein bisschen rumzurudern, ja, sie will das gerne nach Vorschrift machen. Ja, dann meinte ich auch nur, okay, machen sie das nach Vorschrift, Brief ist unterwegs, ist jetzt auch nicht mehr unser Problem. Also nur so ein kleiner Abriss. Ist ja auch viel zu kompliziert, vielleicht einfach am Telefon zu sagen, was genau sie haben wollen. Weil die Einsicht, die hatte sie, das habe ich durchaus mitbekommen. Ich weiß ja auch mehr oder weniger, was es ist. Ist ja klar, ich habe ja die Kopie des Zettels da bekommen. Aber sie müsste mir schon mitteilen, auf welchem Wege das wohin muss, damit sie es haben kann. Sonst kriegt sie es halt nicht. Aber Geld kriegt sie auch nicht, was vollkommen ungerechtfertigt ist, was auch jeder... Ja, der das sich so ein bisschen mit beschäftigt hat, sofort sieht. Also, deutsche Bürokratie für alles, wo es kein Formblatt gibt, ist man offensichtlich nicht gerüstet. Das ist eine ganz spannende Sache, denn das Problem mit den... Oh, da kommt wieder was Lautes. Das Problem mit den verschwindenden Behördenbriefen, das hatte ich ja auch schon, als ich mich mit der GEZ herumgestritten habe, endete dann damit, dass sie mir nicht nachweisen konnten, dass ihre Briefe angekommen sind, kamen sie auch nicht, beziehungsweise sie meine Briefe verschlampt haben, was dann auch mehr oder weniger eingestanden wurde. Ich habe eine Entschuldigung bekommen und habe eine Rücküberweisung gekriegt, warum weiß ich nicht, aber hat mich natürlich gefreut. Also das ist jetzt nicht unbedingt neu, dass sie angeblich Briefe senden, beziehungsweise dass Briefe bei ihnen ankommen und die dann plötzlich weg sind. Ja, gut. Statt man den Fehler einfach eingesteht, mir am Telefon sagt, ja, hey, ich brauche das und das, damit das seine Richtigkeit hat. Sache von 2 Minuten, aber wer nicht will, der hat schon. So, jetzt aber einen schönen Abend euch noch allen. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ist wie gesagt eine ganz, ganz banale Sache, zeigt mir aber, dass in unserer Bürokratie nichts, aber auch rein gar nichts funktioniert. So, bis morgen dann.